Hallo zusammen. Wie ihr sicher wisst, sind Mädels sehr komplizierte Wesen. Sie sind ständig mit irgendetwas unzufrieden, brechen oft grundlos in Tränen aus oder sind leicht gekränkt. Und manchmal sind sie sogar bereit, ihre zweite Hälfte Tag und Nacht zu kontrollieren. Leider kann so gut wie kein Mann eine Erklärung für diese oder jene Handlung der Vertreterinnen des schönen Geschlechts finden. Wenn ihr sie auch nicht verstehen könnt, werden wir euch im heutigen Video einige Mädchengeheimnisse enthüllen. Hier sind also 10 Geheimnisse über Frauen. Lasst uns loslegen. Laune. Die Laune einer Frau ist etwas Subtiles und Unberechenbares, so sagen zumindest die Wissenschaftler. Wahrscheinlich hat jede Frau wenigstens einmal in ihrem Leben krasse Stimmungsschwankungen gehabt, wo sie erst in Strömen heulte und dann urplötzlich in Wahnsinnsgelächter ausbrach. Dieser Prozess ist scheinbar nicht zu kontrollieren. Aber ist es denn wirklich so? Wie wissenschaftliche Studien gezeigt haben, werden mit diesem Phänomen alle Vertreterinnen des schönen Geschlechts konfrontiert. Und wie es sich herausstellte, gibt es dafür triftige Gründe, wie etwa psychische bedingte Müdigkeit, Stress oder vermindertes Selbstwertgefühl. Die Antwort auf die Frage, wie man dagegen kämpfen kann, ist ganz einfach. Lasst euch nicht von negativen Emotionen verrückt machen. Einmal tief durchatmen und weiter geht's. Böse Jungs. Wir sind sicher, dass viele von euch die Behauptung gehört haben, dass Mädels auf böse Jungs stehen würden. Dass selbst wenn eine Frau einen Freund hätte, der für sie immer gesorgt und all ihre Laune nachgegeben hat, könnte sie einem charismatischen Schleimer, für den Romantik ein Fremdwort ist, nicht widerstehen. Ein Mädchen würde es ihrem Freund natürlich nicht verraten. Aber wie kommt es dazu? Die bösen Jungs haben einen starken Charakter und setzen ihren Willen immer durch, ohne sich von ihrem Herzdarm provozieren zu lassen. Und wir denken, dass gerade diese Selbstsicherheit und das Gefühl, den anderen Männern überlegen zu sein, wie ein Magnet auf jedes Mädchen wirkt. Vorbereitung zum Ausgehen. In vielen Filmen wird gerade der Moment aufs Korn genommen, wo ein Pärchen vorhat, irgendwo zusammenzugehen. Der Mann macht sich innerhalb von 30 Minuten fertig und der Frau haben ganze anderthalb Stunden nicht gereicht. Woran liegt es eigentlich, dass man so viel Zeit zum Fertigmachen braucht? Gute Frage. Aber eigentlich liegt die Antwort auf der Hand. Mädchen bummeln nur deswegen, weil sie in jeder Situation besser als alle anderen aussehen möchten. Man muss doch unbedingt überprüfen, ob alle Unebenheiten im Gesicht hinter dem Make-up verdeckt sind, ob das Etikett des Kleides nicht rausschaut und ob natürlich die Schuhe dazu passen. Es kommt auch vor, dass ein Mädchen beginnt, auch ihre Handtasche zu durchwühlen, um zu überprüfen, ob sie alles mitgenommen hat. Wenn es so ist, dann haben wir schlechte Neuigkeiten für euch. Eure Herzensdamen werden nie fertig. Tränen. Die Behauptung, dass die Frauen das schwache Geschlecht wären, trifft hier vollkommen zu. Denn was glaubt ihr, würde ein Mädchen in einer unklaren Situation tun? Richtig, losheulen. Statt eine unverständliche Situation in einem Gespräch zu klären, fangen Frauen meistens an zu weinen. Nein, es kommt nicht davon, dass sie verletzt oder wirklich im Unrecht wären. Auf diese Weise werden Probleme einfach schneller gelöst. Wenn eine Frau während eines Streits mit ihrem Freund in Tränen ausbricht, kann sie durchaus damit rechnen, in der Diskussion die Oberhand zu behalten. Denn viele würden es vorziehen, die Frau einfach zu beruhigen, anstatt die Szene sich hochschaukeln zu lassen. Handtasche. Eine Frage an die Jungs. Habt ihr eigentlich jemals einen Blick in eine Frauenhandtasche geworfen? Von wegen, sie ist klein und da gibt's nichts Sehenswertes. Und ob es da etwas Sehenswertes gibt? Nachdem man sie aufgemacht hat, kann man sich in die zauberhafte Welt von Narnia versinken lassen und eine Menge nützlicher und nicht besonders nützlicher Sachen finden. Aber wozu brauchen Mädels so viele Sachen? Wie wir bereits sagten, sind Mädels solche Wesen, die auf Kleinigkeiten penibelst achten. Und viele von denen machen sich Gedanken darüber, was sie im Laufe des Tages erwarten könnte, bevor sie ausgehen. Gerade deswegen ziehen sie es vor, irgendwelche überflüssigen Sachen mitzunehmen, anstatt später mit Entsetzen feststellen zu müssen, dass sie keine Ersatzsocken oder nicht den richtigen Lippenstift dabei haben. Kränkung. Und das, meine Damen, lohnt es sich gar nicht zu leugnen. In einer Situation, wo eine Frau auf ihren Freund sauer ist und nach ihrem Gemütszustand gefragt wird, bekommt er meistens die typische Antwort: "Es ist alles in Ordnung, ich bin nicht sauer, alles okay." Jungs, ihr müsst wissen, dass wenn ihr so etwas von einem Mädchen hört, dann lodert in ihrem Inneren eine Flamme. Warum sie nicht gleich sagt, was sie fühlt? Na, weil es nicht so einfach sein darf. Die Mädels brauchen Aufmerksamkeit und solche Fragen wie: "Nimmst du es mir echt nicht übel? Ist alles okay?" Danach haben sie das Gefühl, gebraucht zu werden und ihnen wird leichter zumute. Haare. Folgendes trifft bestimmt auf alle Frauen zu. Lockige Haare müssen unbedingt glatt gemacht werden, glatte Haare werden zu Locken gemacht und lange Haare werden abgeschnitten. Danach bedauert man es und wünscht sich seine Mähne zurück.
Die Unbeständigkeit der Frauen in Bezug auf ihre Haare lässt sie dadurch erklären, dass die Vertreterinnen des schönen Geschlechts Veränderungen und die Reaktion der Leute aus ihrer Umgebung auf ihren neuen Look spannend finden. Gib zu, dass es nichts Besseres gibt, als die Reaktion deines Freundes auf deinen neuen Schnitt zu sehen. Darum wiederholt es sich immer wieder und dieses Veränderungskarussell wird wohl niemals aufhören, sich zu drehen. Gewicht. Egal wie hübsch eine Frau ist, sie sagt immer, dass sie fett wäre. Und wenn sie nicht fett ist, behauptet sie, herausragende Rippen, gerunzelte Haare oder eine Körperstelle zu haben, wo das ganze Fett dringend weg müsste. Hat sich eigentlich jemand darüber Gedanken gemacht, warum Mädels immer so etwas von sich behaupten? Die Ursache für diese Äußerungen und Gedanken liegt wiederum im Mangel an Aufmerksamkeit. Meistens sagen es die Mädchen, die keinerlei Gewichts- oder Figurprobleme haben. Natürlich wird auch eine Frau darauf erwidert, dass sie gar keine Probleme hätte und alles okay sei und dass sie es sich bloß eingebildet hätte. Logischerweise werden durch Lob der Selbstwert der Mädchen gestärkt und ihre Stimmung verbessert und manchmal wird man dadurch sogar hochnäsig. Nicht so wie alle. Wenden wir uns wieder an die männliche Zauberschaft. Sagt mal, wie viele Mädchen euch schon mal gesagt hätten, sie wären nicht so wie alle, sie wären was Besonderes und würden sich von der grauen Masse unterscheiden? Haben es alle gesagt? Mädels, nun seid ihr dran. Stellt euch nur vor, praktisch jede von euch beweist das direkte Gegenteil, indem sie diese Worte in den Mund nimmt. Wenn ihr euch wirklich von den anderen unterscheiden wollt, sagt einfach niemals diesen Satz. Jeder von uns ist grundsätzlich einzigartig und es kann keine zwei gleichen Menschen geben. Und die Jungs wissen sehr gut darüber Bescheid. Also die Behauptung, dass ihr etwas Besonderes wärt, kann euch alles vermasseln. Eifersucht. In der Regel sagen Mädchen ihren Freunden, dass sie nicht eifersüchtig wären. Und zwar in keinster Weise. Das löst den Männern die falsche Hoffnung ein, dass sie immer viel Zeit mit ihren Freunden verbringen oder einfach ihre Lieblingscomputerspiele spielen könnten. Von wegen. In Wahrheit ist ein Mädchen auf absolut alles und jeden eifersüchtig. Auf Freunde, PC-Spiele, Eltern und Haustiere. Außerdem fliegt sie immer zu fragen, wie es dir geht und warum du dich um ganze 10 Minuten verspätet hast. In Wirklichkeit wissen wir nicht genau, was wir den Jungs in solchen Situationen empfehlen sollen. Wir glauben, dass Mädels einfach unverbesserlich sind. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.